läuft einer draußen rum. So, schneiden wir mal hier. Nein! Der steht da um die Ecke und lauert, der Idiot. Also das war's da. Genau da wollte ich eigentlich raus. Kerl. Insofern ist das natürlich schon schön mit dem Text. Ist ein bisschen gecheatet. Aber wir sind ja auf Hardcore und da ist ein klein bisschen Cheaten erlaubt. Und das ist ja... Hat ja Cedric in seiner ersten Folge auch gemacht. Also denke ich, machst du das mal. Das mache ich sonst nicht. Wenn mich das irritiert, aber... Beziehungsweise ich kenne das eigentlich gar nicht. Diese Funktion. Aber ist eine schöne Funktion hier. Warum verschwindet der Idiot nicht da? Also, irgendwie ist das dann schon ein bisschen dumm. Oder ich gehe hier raus. Ich mache mir hier einen Ausgang. So. Wir haben ja Erde. Ich habe das Bötchen dabei. Nicht? Tür. Wenn der mich da nicht rauslässt, der Hanse, dann gehe ich halt hier. So, ein bisschen Licht. Ich denke mal, das ist alles hell genug. Und ich bin ja dann wieder zurück. Ja, sieht ja schon mal ganz nett aus. So, dann lasse ich den Creeper mal explodieren. Das war natürlich jetzt eine Pleite. So. Ich kann die Welt jetzt beobachten. Schauen wir noch mal ein bisschen herum. Hier ist die Festung. Diese war verdammt nah dran. Das ist wirklich wahr. Das hat ja auch einen schönen Punkt ausgedacht. Das wäre jetzt sehr leichtsinnig von mir. Das war leichtsinnig. Ich dachte, der explodiert im Wasser nicht so heftig. Aber anscheinend doch. Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich kann mir die Gegend ja noch mal ein bisschen angucken. Das war's mit... Opa spielt die Insel. Huch. Ein paar kleine Bugs hier.
wirklich war größere Bugs. Oh, was ist das? Hilfe. Ach. Okay. Das ist aber was. Das ist ja fast wie verbotenes Reinzoomen hier. Okay, was hätten wir denn hier jetzt gehabt? Das ist auch mal hübsch. Das habe ich noch nie gehabt hier. Okay. Wunderbar, hier sind ein paar Gänge. Alles klar. Nun gut. Das war's mit der Insel. Hardcutter 5. Mit dem Blick in die... Ja. Das war sehr leichtsinnig von mir. Also, tja, also nach diesen drei Folgen, Opa spielt Hardcore die Insel 3, Quatsch, die Insel 5 ist das ja schon, drei Folgen, das war's. Also, das ist halt nicht so ganz so gut gelaufen, nicht wahr? Die erste Folge war natürlich nicht Hardcore, deswegen ist es ein Outtake-Folge geworden. Die zweite und dritte Folge habe ich mehr oder weniger hier nur unter der Erde gesessen. Und als ich mich rausgetraut habe und den Krieger sprengen wollte, ich dachte, der wird ein bisschen weniger explosiv sein, hat er mich glatt weggedetscht. Das war sehr leicht. Ich wollte eigentlich mit dem Spötchen dann rückwärts fahren. Aber irgendwie reichte das nicht. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut und bye-bye. Ich werde das jetzt mal auf 20 Minuten verlängern, damit ihr nicht schon merkt am Anfang, dass das gestorben ist, hier ein Ende ist, nicht wahr? Die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten. Hallo Kriepermann, tschüss und bye bye. Macht's gut, euer Norbert vom Kanal Opa spielt. Tschüss. Noch ein paar Rückblenden jetzt. Ne? Standard fertig. Halt den Startwert muss ich noch eingeben. Minus 905 habe ich doch gerade gemacht. 638. Ach so, da habe ich es eingetragen. Also. So. Wo ist der Wächter jetzt abgeblieben? Naja, vielleicht lag es ja da dran. Okay, also, Inventar. Jetzt machen wir uns mal eine Werkbank und dann machen wir uns ein eine Werkbank. Das ist die erste Folge, die ich von ihm gesehen habe. Was sind denn das eigentlich für Lichter da? Das sind Blumen, Sonnenblumen, okay, alles klar. Es kann sein, dass ich jetzt ganz unvermittelt schneide, wenn es nämlich draußen Tag wird. Oh, ach, da ist es schon Tag, habe ich ganz übersehen. Also ich habe jetzt zwischendurch irgendwann mal geschnitten. Sollte dann gleich mal was rausgehen, aber wir machen ruhig mal hier. Ui, so. Oh, Hallöchen. Hallo Grieperchen. Das war jetzt eine Überraschung. Damit hat sich das erübrigt mit dem Rausgehen.
Also wir sind im Moment hier ein bisschen zwei sogar von der Sorte. Also der Krieger ist auf jeden Fall weg, aber wenn ich jetzt rausgehe, dann wird es gleich wieder dunkel. Es ist wieder da. Okay, packe ich das jetzt da rein. Es ist wieder unten. Ah, früher hat man die immer verloren, nicht? Das, die lagen dann hier direkt vor der Werkbank rum. So, jetzt ist wieder ein Skelett unterwegs, wie ich da rechts lese. Gut. Sollte das hier auf dies Zeug stellen, dann ist das ein bisschen leiser, aber das groß habe ich. So groß ist die Serviette nicht hier. Eieiei. Okay. Tja. Sollte ja auch nach unten gehen. Also, die ganzen Regeln. Man muss diesen... Ah, wie heißt das Zeugs? Man muss eine Rüstung mit... Laterit oder sowas haben. Malachit, nicht? Irgendwie sowas. Zum Glück habe ich kurz bevor ich Cedrics Video gesehen habe hier von der Insel, die Ankündigung. Glücklicherweise habe ich kurz vorher ein längeres Video von Spark of Phoenix gesehen, nicht gelesen, gesehen, in dem er ein Snapshot aus der 16 vorgestellt hat und hat da also auch diese neuen Erze, die es da im Nether gibt. Vorgestellt und wie man seine Diamantrüstung verbessern kann. Also wir müssen eine Diamantrüstung haben. Wir müssen, kann man eigentlich auch Eisenrüstung mit Laterit oder wie das Zeug heißt, Malachit zusammenbasteln. Das muss man sich mystisch mal gucken. Kann ich hier im Inventar jetzt. Also, was haben wir denn da? Eiche, geschnittene. Also er zeigt nur das an, was ich mir schon was ich hier schon habe. Okay. So, wenn jetzt gleich keine Idioten da sind. Also wie heißen sie? Creeper. Werde ich am Tage mal ein bisschen rumfahren und vielleicht noch den einen oder anderen Baum mir holen. Denn wir wollen es ein bisschen schön haben hier. Also wir bauen uns dann einen Fußboden. Dann muss ich mir irgendwo einen Balkon bauen mit Überdachung. Da geht der Mond unter. Einen Balkon bauen mit Überdachung, so dass ich da so ein bisschen an der Oberfläche bin. Oder ich baue einfach hier raus, dann mache dann das Schlafzimmer sozusagen nach außen vor über dem Wasser. Das heißt, dann bin ich nicht mehr unter der Erde, sondern an der Oberfläche. Können natürlich auch Folgendes machen, dass ich hier so einen kleinen Turm drüber baue. Ja, wir sind unter dem Berg, da ist das schlecht mit dem Turm. Ja, aber das mit der Balkon, fahren wir noch ein bisschen rüber. Machen eine Balkon und ich glaube, das ist dann
eigentlich eine feine Sache. Wo geht die Sonne auf? Da. Auf der anderen Seite. Schritte. Das kann ich natürlich selbst sein. Oh, das ist wieder einer von diesen Creepern. Hab ich denn jetzt Erde dabei? Die Arme. Machen wir nämlich eine Tür. Da läuft einer draußen rum. So, schneiden wir mal hier. Nein! Der steht da um die Ecke und lauert, der Idiot. Also das war's da, genau da wollte ich irgendwie raus. Kerl. Insofern ist das natürlich schon schön mit dem Text. Ist ein bisschen gecheatet, aber wir sind ja auf Hardcore und da ist ein klein bisschen Cheaten erlaubt. Und das ist ja, hat ja Cedric in seiner ersten Folge auch gemacht. Also denke ich, mach's das mal, das mache ich sonst nicht. Mich das irritiert, aber beziehungsweise ich kenne das eigentlich gar nicht, diese Funktion, aber ist eine schöne Funktion hier. Warum verschwindet der Idiot nicht da? Also, irgendwie ist das dann schon ein bisschen dumm. Oder ich gehe hier raus. Ich gehe hier raus. Ich mache mir hier einen Ausgang. Das Bötchen dabei. Nicht? So, da haben wir hier mal Erden. Das ist mit unserer Tür. Der mich da nicht rauslässt, der Hanse, dann gehe ich halt hier. So, ein bisschen Licht. Aber ich denke mal, das ist alles hell genug. Und ich bin ja dann wieder zurück. Ja, sieht ja schon mal ganz nett aus. So, dann lasse ich den Creeper mal explodieren. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut und bye bye. Ich werde das jetzt mal auf 20 Minuten verlängern, damit ihr nicht schon merkt am Anfang, dass das dass das gestorben ist, hier ein Ende ist, nicht wahr? Die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten. Hallo Kriebemann, tschüss und bye bye. Macht's gut, euer Norbert vom Kanal Opa spielt. Tschüss.